Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Issy und heute befinden wir uns wieder in der Küche. Das heißt, es ist wieder Snacks for Apps Time und heute haben wir schon die Folge 16 und wir kochen Quarkspätzle. Das Besondere an Quarkspätzle ist, dass wir nur 4 Zutaten brauchen. Wir brauchen 250 Gramm Quark, 4 Eier, 250 Gramm Dinkelmehl oder ein anderes Mehl, wir benutzen dieses hier, und Salz. Also diese Zutaten hat wirklich, wirklich jeder zu Hause. Also wenn das jeder Fitness-Sportler. Das Besondere an diesem Gericht ist, dass wir hier nur 20 Gramm Fett haben und das meiste Fett kommt ja eigentlich aus den Eiern. Sprich, wenn jemand weniger Fett in seinem Gericht haben möchte, dann kann er entweder das Ei gelb entfernen oder einfach ein Ei weniger benutzen. Dann haben wir hier 75 Gramm Eiweiß und 180 Gramm Kohlenhydrate. Ja, also eine super, super Beilage. Wir brauchen folgende Geräte. Also eigentlich hat jeder das alles zu Hause. Ein Handrührgerät, ein Sieb. Aber das einzige Besondere, was nicht jeder wahrscheinlich zu Hause hat, ist ein Spätzlehobel. Den kann man bei Amazon bestellen, zwar nicht von Tupperware, aber ich werde den unten in der Infobox verlinken. Und wenn man doch kein Spätzlehobel hat und keinen bestellen möchte, dann kann man auch mit einem Schneidebrett und Messer arbeiten. Und dann schneidet man das Ganze klein und wirft das ins kochende Wasser anschließend. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Teig an. Erstmal kommen unsere 4 Eier hier rein. In der Zeit können wir schon mal das Wasser einschalten, um Zeit zu sparen, damit es schon mal kocht. Und dann machen wir unseren Teig. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu stark drauf schlage. Noch ein. 4 Eier. Quark. 250 Gramm. Mehl. 254 Gramm. Aber man sollte sich nicht wirklich immer auf die genaue Grammangabe fixieren, denn dann macht man sich nur verrückt und das Kochen macht dann auch keinen Spaß. Dann brauchen wir eine Prise Salz. Und dann können wir eigentlich schon rühren anfangen. Der Teig ist fertig, so muss er ausschauen. Und wir warten jetzt, bis das Wasser anfängt zu köcheln. Dann drehen wir runter und dann geht es weiter. Das Wasser köchelt jetzt. Wir schalten den Herd auf Stufe 4 runter. Das machen wir dafür, dass die Spätzle da nicht sehr fetzt werden, weil wenn das richtig köchelt, dann werden die Spätzle zerfetzt. Jetzt nehmen wir unseren Hobel, positionieren ihn hier, tun dann 2 Löffel von unserem Teig hier oben drauf. Und verstreichen das ganz einfach. So, die Spätzle sind jetzt unten und wenn sie anfangen oben zu schwimmen, dann sind sie eigentlich schon fertig. Dann tun wir den zur Seite. Sobald sie jetzt alle oben schwimmen, ich warte noch ein paar Sekunden, dann tue ich sie in den Sieb rein, um sie abzuschrecken und damit sie die Stärke verlieren und wenn man sie später dann auf dem Teller hat, dass das wirklich Einzelstücke sind und nicht einen riesen Klumpen mehr geben, dann hätten wir auch gleich einen ganzen Teig reinschmeißen können und hätten keine Spätzle draus machen können. So, das schaut jetzt gut aus. Ich tue sie dann hier rausfischen. Hier abschrecken. Während sie abschrecken, mache ich jetzt eine zweite Runde.
Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ruckzuck. Jetzt warten wir, bis die hier auf oder oben schwimmen. Und in der Zeit können wir die abgeschrecken. Nochmal schnell schockschrecken. In unsere Schüssel geben. Und wie man sieht, sind die alle einzeln. Sehr schön. Ich mache das jetzt so weiter, bis unser Teig fertig ist und dann schalte ich wieder ein. Ich habe jetzt die Spätzle fertig gekocht. So schauen die aus. Und wie ich gesagt habe, man kann jede einzeln rauspicken und essen. Ich liebe die, schmeckt richtig gut. Die sind jetzt etwas kalt, da wir sie abgeschreckt haben. Jetzt machen wir noch eine Soße dazu. Dann blende ich wieder ein, wie die Soße ausgeschaut hat. Und noch dazu gibt es dann ein bisschen Hähnchen. Richtig Bombe, kann ich euch sagen. Es riecht gut, wir haben noch hier ein bisschen Petersilie drüber. Genau. Dieses Gericht kann wirklich, wirklich jeder nachkochen. Also da muss man kein 5-Sterne-Koch sein. Ihr habt ja gesehen, ich habe das ohne große Probleme gemacht. Das kannst auch du ohne Probleme machen, auch wenn du noch nie in der Küche gewesen bist. Wenn du das erste Mal in die Küche reingehst, weißt du nicht, wie ein Herd funktioniert. Das kriegst du locker hin. Also koch nach. Schreib mir unten in die Kommentare, wie es dir gefallen hat, wie es dir geschmeckt hat und was du vielleicht noch dazu tun würdest, damit es noch geiler schmeckt, wenn du irgendwelche Ideen hast. Keine Ahnung, Honig oder so. Ich weiß es nicht. Ansonsten verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat dieses Video wirklich, wirklich gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Daumen nach oben bekomme, ein Abo fest und den Kanal noch nicht abonniert hast. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Ciao.